Moin Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Jo, OMS Wandertag, der 3.2024. Und wer mal das andere Video schon geguckt hat vom letzten Jahr, der kennt das hier noch. Ich bin in Cochem angekommen, am Campingplatz. Da ist jetzt gerade noch zu, weil die haben Mittagspause, aber nur noch eine halbe Stunde. Ja. Aber wir haben jetzt 500 Kilometer hinter uns und wir gehen jetzt erstmal rauf und gucken. Stefan, Wandermann, der ist schon da. Den gehen wir jetzt mal eben besuchen. So, wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Wir haben hier eingecheckt. Da sitzt Steven. So, und das Coole ist hier neben uns und auch noch die weiteren Campingplätze. Also wir haben jetzt irgendwie 4 Plätze. Das sind alles schon Leute, die mit auf der Wanderung sind. Und einer ist noch weiter da hinten, der Stefan Wandermann, der ist da hinten. So, wir sind alle relativ dicht beieinander. Zelt haben wir jetzt noch nicht aufgebaut, wir sitzen jetzt hier, machen gerade erstmal eben eine kleine Pause. Ja, dann geht es jetzt gleich weiter mit Zelt aufbauen. So, wir haben das Zelt aufgebaut und wir waren auch schon einkaufen. Ich kann hier nicht ganz so weit rüber filmen, weil das sind schon die Nachbarn, die will ich jetzt nicht unbedingt filmen. Aber wir haben hier dann schon aufgebaut am Weg, weil das hier relativ gerade ist. Und hier sind dann auch schon die Nachbarn. Die sind jetzt gerade schon essen gegangen. Das heißt, das und der da, das gehört auch noch alles dazu. Das Silberne da hinten, das gehört auch noch einem von uns, die mitlaufen. Und wie gesagt, der Stefan, der ist da hinten. Ja. Wir sitzen jetzt hier ein bisschen. Der Gartenzwerg ist natürlich auch dabei. Ja. Da mal reingucken. Da wird geschlafen. Ja. So ein paar Sachen von uns. Rest haben wir im Auto. Ja, passt soweit alles ganz gut hier. Also das Wetter ist auch ganz schön. Es ist die ganze Zeit zwar irgendwie diesig, vorhin hat die Sonne geschienen. Ja, aber es ist auf jeden Fall warm. Wir haben jetzt irgendwie 26 Grad oder so. Circa. Und 19 Uhr gleich. Ja, wir warten jetzt auf Stefan. Die sind nämlich noch einkaufen, eine kleine Wanderung machen und einkaufen und ja, dann geht's was essen. Ja, bis jetzt läuft das ganz gut hier. Wir haben jetzt noch zwei andere getroffen, die auch mitlaufen. Der eine war letztes Jahr dabei, ein neuer ist noch dabei. Genau, und wir schauen jetzt, dass wir den Stefan Wandermann treffen, um essen zu gehen. Guten Morgen. So, mit Berg im Hintergrund. Ja, wir haben geschlafen. Da hinter mir warten auch schon einige. Da kommt auch noch einer. Es ist jetzt 7 Uhr. 7 Uhr 2. Wir müssen jetzt nach Cochem laufen. Ja, damit würde ich sagen, oben ist Wandertag 2024. Startet jetzt. Parkplatz sind wir angekommen. Da sind auch schon die ersten da. Ist jetzt auch schon 7:30. Und um 8 soll es losgehen. Geh mal dahin? Ja. Moin, lieben Andi. Guten Schicke ich ihm später, wird er sich freuen. Dankeschön. So, da sind wir fast schon beim Thema Nummer 1, Filmen. Es gibt vielleicht einige Leute, die nicht unbedingt auf einem Video zu sehen sein möchten. Vielleicht mal kurz Hand hoch, wer da richtig massiv ein Problem mit hat. Guter Witz. Auch nicht. Ja, die Frau wissen Bescheid. Genau. Also da vielleicht auch nicht zu aufdringlich werden, aber ich denke, es sollte alles klar sein. So, dann... ich selber so aufgeregt wäre. Genau, ich habe noch kurz vorher eine Alternativroute zusammengebastelt, denn der erste Anstieg, der ist sehr steil. Wer vielleicht sagt, ja, ein paar Höhenmeter rausnehmen, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich stehe in Cochem am Ende von der Brücke
Und wer diese Strecke nehmen möchte, kann den QR-Code scannen und geht dann außen um die Steigung rum. Das heißt, der Pavillon, kann man den sehen, nee, der würde rausfallen. Also wer was Höhenmeter rausnehmen will, kann dann von mir die Strecke bekommen. Ja, das war es im Grunde schon. Natürlich kein Müll liegen lassen, wenn man das mitnehmen bis zum Verpflegungsposten, dann kann man das wegschmeißen, beachtet ihre Natur und so weiter, ja, ist auch alles klar. Achtet untereinander auf Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme haben, es lohnt mich dann anrufen, hat da nicht irgendwer jemand zusammenklappt, weil es wird heute wahrscheinlich auch etwas wärmer noch werden. So natürlich jeder diese Tour hier gesund beenden. Ja, dann sind wir beim Zeitplan ein bisschen eng getaktet, befürchte ich. Um 19 Uhr soll die Aftermarsch-Party stattfinden. Und wir haben dazu jetzt 11 Stunden Zeit. Also wenn wir um 18 Uhr hier zurück sein könnten, wäre das mega. Jetzt soll es aber nicht gehetzt werden. Also bleib ruhig und mach voran, dann kommen wir wunderbar hier durch. Ja, das war es meinerseits im Grunde schon. Damit würde ich sagen. Genau, eine Sache noch. Wir haben 5 Schlussläufer. Die Schlussläufer haben wir gerade Hände hoch. Da sind wir, Dr. Urbex. Genau. Die laufen als letztes, dass die Gruppe zusammen bleibt. Und die wechseln sich untereinander ab. Damit habt ihr aber nichts zu tun. Und dann haben wir diese 5 Stellen, wo wir warten, dass die Gruppe wieder zusammenkommt. Weil dieses Jahr sind wir, wie ihr seht, deutlich mehr als die Jahre zuvor. Dass wir einmal am Pavillon oben warten, an der Fähre, an VP1 kurz danach, auf dem Aussichtspunkt Glotti und an VP2 und ob der Winneburg. Und nach der Winneburg können die Leute, die ein bisschen Gas geben wollen, ab zurück zum Parkplatz. Jetzt sind dann noch, ich glaube, 7 oder 8 Kilometer oder sowas. Da kann man noch ein bisschen Tempo machen. Und dann treffen wir uns alle wieder hier, da gibt es noch ein Finisher-Getränk. Und dann ja, war es das, genau. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt 8.05 Uhr, haben genug gewartet. Also los geht's in diese Richtung. Ja, hallo. So, wir starten jetzt um 10 nach 8. Da oben, siehst du die Pavillon da rum? Ja, das ist der Treffpunkt. Da müssen wir jetzt mit. Da geht das erst. Genau, das ist der erste Treffpunkt da oben. Da warten wir gleich. Genau. 5, 4. Aber das ist das, was ich meine. Da geht's gleich. Die Stunde. 75 Euro die Stunde. Das ist so viel, oh Gott. Jo, soll ich die Brenner stellen noch durch? Ja, die ersten sind von oben. Also letztes Jahr war der Weg nicht so zugewachsen, oder? Der war breiter letztes Jahr. Ja, der war breiter irgendwie. Links hängt hier ein Mülleimer. Ich hab vermehrt gesegnet. Thank you.
Was? Nein, nein, da vorne geht's weiter. Okay, Vorgruppe mal. Die ganzen Kameras hier. So, eben waren wir noch da unten. So, der erste Anstieg ist geschafft. Wir sind jetzt oben bei der Aussichtsplattform hier bei diesem Pavillon. Da ist er. Hier machen wir jetzt Pause. Hier sammeln wir uns alle, bis alle da sind, die Nachzügler sind und so weiter. Also die ein bisschen langsamer sind. So, und dann geht's weiter. Wir haben einen schönen Ausblick beim Kochen und zur Burg auch. Wir sind jetzt bei Kilometer 5 gleich ungefähr, glaube ich. Circa. Sind auf dem Weg zur Fähre. Da fahren wir dann rüber nach Klotten. Geht die ganze Zeit schön hier am Hang lang. Kaum Anstieg, immer so leicht hoch, leicht runter. Ziemlich angenehm zu laufen. Ich glaube, wir sind irgendwo relativ am Ende oder im letzten Drittel auf jeden Fall vom Feld, schätze ich mal so. Und wie man eben schon gesehen hat, immer kommen hier mal so ein paar Bäume. Hier jetzt auch wieder. Aber bisher noch nichts Anstrengendes. Also das geht noch alles ganz gut. Immer mal was zum Drüberklettern oder drunter durch. Hier, Steven, du musst unter durch. Ja. 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 Ja, gestern war das Wetter nicht so, hat es auch geregnet, da war gar nicht so. So, wir sind unten an der Mosel wieder angekommen. Der Abstieg war also ganz angenehm, das ging richtig gut. Da vorne steht die Fähre. Und ja, da sammeln wir uns gleich wieder alle. Und dann geht es rüber auf die andere Seite. Das ist Klotten. An der Fähre angekommen. Wie gesagt, wir sammeln uns jetzt hier. Ja, und dann ist das auch schon irgendwie abgeklärt. Also Sebastian hat das, glaube ich, mit dem, oder regelt das immer mit dem Fährmann oder so.
dass wir dann alle schön rüberkommen. Weil wir passen auf jeden Fall nicht alle auf die Fähre. Das war letztes Jahr schon nicht und wir sind dieses Jahr noch mehr. Und letztes Mal sind wir, glaube ich, zweimal gefahren. Diesmal werden wir bestimmt dreimal fahren müssen dann. Oder je nachdem, wie viel darauf geht. So, da schauen wir dann. Ich denke, ich nehme dann auf jeden Fall nicht gleich die erste, sondern die zweite Fähre. Für heute Abend, wo dann halt die Aftermarsch-Party stattfinden wird. So, Verpflegungspunkt 1 haben wir hinter uns gelassen, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz, wo letztes Jahr Verpflegungspunkt 1 war. Das ist hier. Genau, ich glaube hier. Ich weiß jetzt keiner, wie es weitergeht. Eigentlich da hoch. Aber ja, wir schauen mal hin. Hier erstmal natürlich wieder schön bergauf. Dafür gibt es gleich aber eine schöne Aussicht. So, jetzt kommt wieder der Aussichtspunkt hier mit der Klippe. Da steht auch schon der mit der größten Höhenangst, steht schon drauf. Ups,
gezogen hast, wo du gesagt hast, ja, ja. Ja. Ja, der Sebastian ist dabei, der Stefan ist dabei. Ja, ist natürlich ein ungünstiger Ort da oben, ne? So sieht das aus. Aber das nur nach Hause machen. Von hier oben sind die Menschen aus hier. Was ist das? Ach, der Marco, ja. Wer auch sonst noch so eine Scheiße hier. Ja. Durch, du. Ja, das bist schnell ausgefüllt. Ja. Ja, sollen wir uns beide gemeinsam da runterschmeißen? Nee, ich hab Kinder. Ich auch. Ja, die sind aber schon erwachsen, oder nicht? Ja, eine, aber ja, so, von hier aus haben wir Ausblick auf unseren Campingplatz. Ein bisschen zoomen kann ich, genau, da ist dann der Campingplatz. Und da ist die Brücke, da sind wir gestartet. Darüber, da oben komplett lang, ja, und dann bis nach Klotten zur Fähre. Kilometer 11 ist geschafft. Bei Höhenmeter 308 sind wir jetzt gerade. Jetzt geht es langsam leicht bergab gerade. Das war, glaube ich, eine mit der höchsten Stelle. Jo, läuft ganz gut. Zwischendurch immer mal ein ordentlicher Anstieg. Jo, kommt man aber relativ gut hoch. Oben immer ein kleines Päuschen machen. Überall sind Aussichtspunkte und so. Wo man immer mal kurz stehen bleiben kann. Bleiben hier eh, die meisten sind immer stehen und machen Fotos und so. Ja. Soweit macht's Spaß. Das Wetter ist super. Die Sonne ist jetzt inzwischen auch richtig rausgekommen. Hier im Wald ist das sehr angenehm. Ist ein ganz leichter Wind. Ja. Da links geht's runter. Wir sind gerade an unserem Campingplatz vorbeigelaufen. Beziehungsweise, nee, wir sind beim Campingplatz. Da unten ist der Fußballplatz. Ich sehe den gerade hier durch. Das könnt ihr auf dem Video wahrscheinlich gar nicht sehen. Ein paar Kilometer, dann ist die Hälfte schon geschafft. Wir machen eine kleine Pause hier. Das Feld sammelt sich hier gerade so ein bisschen. Wir sind hier bei so einem Wild- und Freizeitpark. Mit der Aussicht. Aber die, ich habe eben schon gehört, die letzten sind noch ein ganzes Stück weiter weg. Wir können wohl auch schon weitergehen, haben sie gesagt. Aber wir bleiben noch ein bisschen sitzen. Auch einer mit der höchsten Stellen jetzt, wo wir gerade sind, denke ich. Hier mit 306 Meter jetzt. Der Platz ist hier unten, hier so. Und das ist Klotten. Da ist dann heute Abend die Aftermarsch-Party. Wir werden wahrscheinlich heute Abend von hier aus mit dem Zug hier einmal entlang fahren. Und wenn die zu Ende ist, müssen wir den ganzen Weg wohl zu Fuß zurücklaufen. Bin ich auch mal gespannt, was das wird. Oder wir nehmen ein Taxi oder irgendwas. Ja, aber das schauen wir noch dann. Oh, hier machen wir so ein schönes Weitwinkel ins Nachhinein. Nicht von unten. Oh. Ich muss hier nach vorne greifen, Anne. Das wird jetzt die Kamera. Am nächsten Verpflegungspunkt sind wir angekommen. Ich habe auch schon was gegessen. Da ich noch Getränke auffüllen. Und wir bleiben noch ein bisschen sitzen. Die ersten laufen schon wieder los, weil das Feld hat sich sehr weit auseinandergezogen. Die ersten waren teilweise 45 Minuten schon hier, bevor die letzten angekommen sind. Also die saßen fast über 45 Minuten, glaube ich. Die saßen fast eine Stunde schon hier. Die gehen jetzt schon wieder los. So, wir haben aber auf jeden Fall noch Zeit hier, noch ein bisschen Pause zu machen, weil jetzt kommt noch der letzte heftige Anstieg oben hoch zur Winneburg. Ja, und da ist dann der nächste Treffpunkt, da machen wir dann noch ein paar Fotos. Ja, und ein bisschen rumklettern. Das kommt gleich. Wir machen auf jeden Fall so noch ein bisschen Pause und ja,
dann schauen wir mal weiter. Dann kommt nämlich, wenn das so ist wie letztes Jahr, ich habe mir die Strecke dieses Jahr nicht so hundertprozentig angeguckt, dann kommt wieder die sogenannte Rampe, diese ganz steile Stelle. Da bin ich mal gespannt. Wir sind wieder unterwegs. Verpflegungspunkt haben wir uns hinter uns gelassen. Und jetzt geht es erstmal bergauf. Zwar Burgruine. Sind irgendwie 2,7 Kilometer oder so stand da, ne? 2,4, 2,7, irgendwie sowas. Ja, aber natürlich ordentlich bergauf, weil die ist oben auf dem Berg. Hinter uns sind ein paar, vor uns sind ein paar. Einige sind ja schon gestartet, als wir noch Pause gemacht haben. Ja. Es geht bergauf. Wir sind oben an der Windeburg. Uns kamen auch gerade schon wieder welche entgegen. Aber es gab die Ansage, dass wir auch durchlaufen können bis zum Ziel und uns da dann nochmal treffen. Wir gehen jetzt einmal kurz rein, machen eine kleine Pause da, trinken was und dann geht's weiter. Kommt da. Er bringt Kekse mit. Was eine Aussicht. Geil. Ja. Das ist du, ne? Achso, das sind Männer. Das sind Männer. Ja. Und mal klettern, wenn man da noch bleibt. Hi. Oh, Gegenverkehr. Oh, oh. Wie machen wir das am schönsten? Das passt, das passt. Ja, das passt. Perfekt. Danke. Warum stehen sie alle? Ach, da ist auch noch einer drin. Muss er da? Ich hab Dienst im Wachturm. Genau. Das war auch ein guter Kerl. Letztes Jahr. Über alle Mauern hier drüber. Da stand er, glaube ich, drauf auf ja. Der hier. So, die letzten brechen jetzt auch auf. Also, wir sind nur bei den letzten dabei jetzt. Werden wir hier der Meute dann wieder folgen? Da wird noch ein Video gemacht und hinter mir auch. Gut, wir brechen jetzt auf. Es kommt nochmal ein richtig harter Anstieg. Und dann geht es nur noch bergab. Das ist schön. Wir sind an der sogenannten Rampe angekommen. Die ist hier links jetzt gleich, da hoch. Wir sind auch der Schluss, wir sind die Letzten. Ich würde sagen, nochmal schön jetzt mal was trinken, ne? Und dann genau, da ist die Rampe. Genau, da geht's gleich hoch. So, es geht los.
Und jetzt geht's hier mit Volldampf die Rampe. Ich werde aber gleich aufhören zu filmen, das ist mir zu anstrengend. Warte, dass man mal was sieht. Da, so kurz, aber. Ja, kurzes Stück, aber richtig steil. Ja, da habe ich Streik. Gekämpft. Junge, Junge. Zweiten, ja, komm. Entgegner gezwungen. Jo. Wunderbar. Super. Perfekt. Der letzte ist auch oben. Danke, danke. Da ist die Rampe. Ordentlich. Ein Punkt, jetzt geht es noch über ein Feld rüber. Und dann geht es nur noch bergab runter. Zum Glück. Alle direkt durchgezogen. Mit kleinen Gedankenpausen. Aber lief. Auch ich bin diesmal am Stück durchgerockt. Zwar am Oben fast verendet. Ich habe nach dem Sauerstoffzelt gesucht. Es gab keins. Aber geschafft. Also man merkt schon. Ja. Ja gut, so langsam wie die laufen, ist das glaube ich ganz gut. Die sind sehr langsam unterwegs, ne? Ja. So, wir sind schon relativ weit unten. Wer das Video vom letzten Jahr gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an die drei Kreuze. Da sind wir genau jetzt. Also am Parkplatz, wo letztes Jahr der Start war, sind wir schon dran vorbei. Und da sind dann die drei Kreuze. Können wir drauf? Ja, ich glaube schon. Ich kann ja mal reinfilmen. Schauen, ob man da was sieht. Ja, das sollte vom Licht her passen. Da ist nochmal die Burg jetzt zu sehen. Da geht es nochmal schön dran entlang. Ich glaube, hier vorne kann man sie etwas besser sehen. Da ist sie. Steven mit zum Schluss. Ja. Mann, 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 Mann. Perfekt, alle da. Alle angekommen, wunderbar. Ah, voll, dann bist du wieder da. Genau. Einmal duschen, dann bist du wieder da. Ja, sehr schön. Wir bringen die Flasche gleich wieder mit. Ja, 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 kein Problem. Alles gut. Ich nehme dich noch was mit rein. Ja, gerne. Hey, erstmal Dankeschön, war geil. Ja. Schön, dass du da warst. Ja. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall, genau. Wir machen jetzt zum Campingplatz. Duschen. Sehr gut. Und dann kommen wir. Und dann kraftvoll um 19 Uhr durchzustarten. Genau. Ja, schön, freue ich mich. Ja, sehr gut. Schön. Dann bis später. Bis später. Ja, schnell. So, wir waren duschen und haben ein bisschen die Beine ausgeruht. Jetzt sind wir hier gerade vor dem Campingplatz und warten auf ein Taxi. Und dann geht's los zur Aftermarsch-Party. So, ich habe gestern Abend gar keinen Abschluss, also kein Ende des Videos so richtig gedreht mehr. Ich wollte das erste vielleicht so ein bisschen auf der Party machen, also beziehungsweise nicht auf der Party feiern, aber da will ich das Ende machen, aber da war dann so viel los. Das habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Jetzt kommt hier, jetzt kommen die Wellen. Ja. Somit würde ich das jetzt machen. Einmal das Video beenden hier. Schön, dass du es angeguckt hast. Wir sind jetzt noch bis morgen auf dem Campingplatz. Also heute ist Sonntag jetzt. Und dann werden wir wohl noch ein bisschen Kanu fahren gehen irgendwo. Wir haben nämlich noch ein paar Tage frei. Und ja, da wird es auch noch ein Video zu geben. Das kommt dann hier ein paar Tage später. Genau. Wir schauen mal, wo wir hinfahren. Wir haben noch kein Ziel. Wir fahren wahrscheinlich Richtung Norden hoch oder so und suchen uns dann nochmal irgendwo ein bisschen was zum Kanufahren. Genau. Ja.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.